Hallo, der Blind Spectator vor eurem Mikrofon und wir spielen weiter. Senran Kagura Peach Beach Splash. Wir sind immer noch in der Climax Arc. Jetzt vor kurzem kamen die Kagura-Schwestern dazu. Nee, wie heißen die? Egal. Kagura, geht's dir gut? Nun, ja, es ist nur eine kleine Explosion. Ja, es tut mir wirklich leid, deswegen können wir sagen, dass dieses Feuerwerk für eine glückliche Wiedervereinigung steht. Ernsthaft, wenn du Kagura verletzt hättest, dann wäre das dein Untergang. Es ist in Ordnung, Naraku. Lass uns einfach darum kümmern, von dieser Insel runterzukommen, okay? Hey, erinnerst du dich an uns? Natürlich. Wir haben Verstecken gespielt am Schrein, richtig? Ja, wir sind Freunde geworden, als wir das gemacht haben. Und dann hast du unsere ganze Heimatstadt vom Yuma beschützt. Ja, das ist, was passiert ist. Wir wollen dir danken. Wir wollen so viel zu dir sagen, aber was ist dein Name? Ich hab's euch schon gesagt. Ihr habt mich gehört, oder? Also war das, dass du diese Stimme, die wir beim Millennium Festival gehört haben. Wenn ihr mich treffen wollt, dann werdet ein Kagura. Werdet ein Kagura, der Yomas besiegen kann. Wenn du das tust, dann werden wir einander wiedersehen. Richtig? Ja, und das ist mein Name. Richtig, genau in dem, was ich gesagt habe. Also, das heißt, dein Name ist Yoma? Ach, kommt schon. Mein Name ist Kagura. Schön, euch wiederzusehen. Ja, würden wir nicht alles in umgekehrter Reihenfolge spielen, dann wüsstet ihr das. Kagura? Irgendeine Verbindung zu den Namen vom höchsten Shinobi-Rang? Oh, wir können darüber irgendwann mal anders sprechen. Jetzt haben wir eine Brücke, die wir aufbauen müssen. Ja, ich bin dabei. Ja, Kagura. Die Kagura aus Senran Kagura, die nie in Senran Kagura so wirklich vorkommt. Oder immer nur so nebenbei halt, ne? Aber genau um die dreht sich eigentlich das Spiel, mehr oder minder. Muss man nicht verstehen. Die wird irgendwie immer wieder geboren und ist quasi der Shinobi, der Yoma besiegen kann, wenn sie dann immer alt genug ist und wird dann wieder woanders wiedergeboren und hast nicht gesehen. Irgendwie sowas. Sowas ist es. So eine Legend of Zelda Nummer quasi. Wie mit Link und Zelda. Bei denen ist es ja auch so. Die werden ja auch immer wieder geboren, um Ganon zu besiegen. Na, ich die ganze Zeit beschossen werde nebenbei. Ist aber auch ein gefährlicher Gang hier, Alter. Die können hier alle richtig hart reinballern. Oh, da ist Naraku. Scheiße. Komm, steh auf.
Okay, down. Hey, denkst du, dass wir die Regenbogenbrücke zurückbringen? Wer weiß. Du bewegst dich wie verrückt, Yoma. Ihr Name ist nicht Yoma. Wie dumm seid ihr, Leute? Sie hat es euch bereits gesagt. Ihr Name ist Kagura. Kagura. Verstehst du? Kagura. Oh, ich verstehe. Also, das ist, was sie... Oh ja, bin hier wirklich vor euch gewesen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wer würde sein Kind Yoma nennen? Tut mir leid, sie meint's gut. Lass sie einfach machen. Gottverdammt, du sorgst dafür, dass ich zu Tränen komme. Was ist los? Kannst du es nicht sehen? Wie können wir nicht weinen, nachdem wir dich endlich so gefunden haben? Wir haben überall geschaut. Hinter den Bergen, durch die Dörfer, überall. Herr Zukagera, wir wollen unsere Dankbarkeit ausdrücken dafür, dass du unsere Dorf beschützt hast. Ja, also frag uns nach irgendwas, wir tun, was immer du willst. Wie wär's, wenn wir wieder verstecken beim Schrein spielen? Okay, kein Problem. Ich werde mich tagelang verstecken. Oh, nice. Schön. Nein, es ist nicht nice. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, du Idiot. Aber hör zu, nachdem wir hier draus sind, können wir nach Herzenslust spielen. Verstecken und was für ein Spiel du auch immer willst. Klingt das gut, Kagura? Ja. Ja, leider nur A dementsprechend, ne? Weil aufs Maul bekommen. Jetzt ist Hanna aber hier auch spielbar. So, nächste Mission. Das Böse stirbt hart. Mal schauen, ob es hart stirbt. Im besten Fall, ja. Wir müssen eine Menge mehr kämpfen, um diese Brücke wieder aufzubauen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Funken wie verrückt fliegen. Also Asuka, sieht so aus, als wäre jetzt unsere Zeit zu glänzen. Oh ja, ich wusste, dass du das sagen würdest. Hey, wirklich schnell, ich habe eine Idee. Statt nur einen normalen Kampf, wie wäre es, wenn wir die Messlatte etwas höher stecken? Wie etwas setzen, einen Einsatz. Einsatz wie was? Ich will, dass dieser Sieg einen bestimmten Verlust ausgleicht. Den einen, wo ich nicht mal darüber nachdenken kann, der vom Kagura Millennium Festival. Oh, du meinst, damals, als du gegen die Mikaruga-Schwestern verloren hast? Ah, du sahst nicht so belastet damals deswegen aus. Ah, verlieren an einem Ort wie diesen. Was zur Hölle wird Asuka sagen? Tomura, bist du überhaupt mein stärkster Feind noch? Überhaupt noch mein stärkster Feind? Tomura, vielleicht hast du zu hart gearbeitet. Tomura, du solltest mehr Fleisch essen. Scheiße, behalt das für dich selbst, Asuka. Du hast da diese Sachen zu dir selbst gesagt. Du hast zugesehen?
Ich habe mich in den Bäumen versteckt, ja. Wie Shinobi von dir. Nun, wen interessiert das schon? Ja, ich war deswegen niedergeschlagen, aber das ist nicht das, was ich auslöschen will. Vor dem Kampf gegen die Mikaruga-Schwestern ist Yumi gekommen und hat uns beide herausgefordert. Oh, richtig, und wir haben verloren. Das haben wir. Und weißt du, mein Magen war damals nicht wirklich in guter Verfassung. Also, was ich will ist, wenn ich gewinne, dann musst du die Schuld deswegen auf dich nehmen. Und ich kann es von meiner Win-Lose-Liste streichen. Oh, so ein schlechter Verlierer. Hey, wetten wir jetzt oder nicht? Ja oder nein, Asuka? Okay, okay, ich nehme deine Wette an. Wenn du gewinnst, dann kannst du machen, was auch immer du willst. Asuka, du wirst an diesen Worten ersticken. Ich sagte, wenn. Tut mir leid, aber das wird nicht passieren. Mal schauen. Mal schauen. Bart ist schief. Ja, wird wohl nicht passieren, weil wir selbst als Asuka spielen. Dann wird's schwer, dass der Gegner gewinnt. Vor allem, weil selbst wenn ich verlieren sollte, dann spielen wir so lange, bis ich gewinne. Sonst geht die Mission ja nicht weiter. Also, schlechte Karten vor Humor, schlechte Karten. Fab-Geräusche. Ja, die sind wieder alle über uns. Ja. Wir haben die Waffe, mit der man nicht springen kann. What the fuck? Ich sehe immer noch nicht, wo da jetzt bitte schön Gegner war. Ja, lad mal. Okay, die Gegner haben die normalen Waffen. Ja, mal schön reinballern. Autsch. Nee. So nicht. Ja, war ich. Das ist so ein bisschen bei Beach Beach Splash so ein bisschen der Nachteil dieser Szenen, wegen dem man jetzt ja zum Teil zumindest spielt, kommen hier so selten vor, weil da muss halt bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Letzten Endes ist da noch Gegner stehen, weil sonst endet es ja direkt, wenn kein Gegner mehr steht. Und dann muss er da auch noch hingehen. Während bei den anderen Spielen, da war das ja quasi eigentlich immer per Default mit drin, so ein bisschen, ne? Ihr erinnert euch. Nein, keine Emotes. Na, da haben wir ja schon Homura. Gottes Willen. Na, alle down. Leider Hikage nicht rechtzeitig erwischt. Okay, ich hab gewonnen. Verdammt. Ja, keine Unsinnigkeiten. Kann man so besetzen, denke ich.
Okay, also behalte ich meinen alten Verlust. Und jetzt habe ich einen neuen noch oben drauf. Verdammt! Aber auf der Plusseite, du hast alle möglichen Arten von neuen YouTube-Kommentaren. Lass mich die mal lesen. PBS ist ein Wasserpistolenkampf. So, also sollte es nicht zu deinem Rekord zählen. Oh, und es gibt noch viel mehr, die in die Richtung gehen. Nun, wer bin ich schon, dass ich mich mit Fans anlege? Wenn sie darauf bestehen, dann werde ich einfach sagen, dass dieser Verlust nicht die Kanon war. Ziemlich armselig, aber wie auch immer, du machst, was du machst. Aber lass mich zuerst eine Sache sagen. Wenn dich jemand anders besiegt, egal wer, dann werde ich niemals in Frage stellen, ob du mein stärkster Feind bist. Vergiss das ja niemals. Du wirst immer mein stärkster Freund sein, egal was passiert. Asuka. Du siehst das vielleicht so, aber ich bin nicht so naiv. Wenn du jemals nachlässt, dann werde ich dich direkt downgraden in die etwas starke, in den etwas starken Bereich. Was? Willkommen in der Shinobi-Welt. Können ist alles, also hältst du besser mit mir mit. Oh, ich weiß das. Also studierst du besser viel. Weißt du, wie lange ich jeden Tag trainiere? Oh, lass uns mal darüber reden, wer mehr trainiert. Niemals trainierst du mehr als ich. Ich garantiere dir das. Reden ist billig. Nein, vertrau mir mal darauf. Niemals. Hey, wegen der Brücke, also sollen wir noch einen Kampf mehr machen? So, und ich würde sagen, damit haben wir eine weitere Folge Senran Kagura PBS beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ihr mögt Dark Souls? Ich auch. Dann abonnier doch meinen Kanal. Klick dieses Video. Klick das Video. Auch wenn ich kein Dark Souls Let's Play habe.